unsere jüngste Teilnehmerin, das ist Nina, Sie kennen alle mal schätzen, wie alt die Nina ist. Mit 4 Jahren schlägt ja eigentlich noch gar kein Alter für Buche. Und Sie sehen, dass die Nina sowohl am stehenden Pferd als auch am Pferd, das an der Longe im Schritt geht, sich schon gut auskennt und zurechtfindet. Sie zeigte uns auch den Stand, jetzt den Grundsitz, ein sehr schönes Mitschwingen. Wir sehen die spitzen Füße, die nach leicht nach oben geschwungenen Hände. Jetzt hier eine vorne. Dann prima austariert. Wir sehen das Bein lang gestreckt, Füßeln auf den Rand. Jetzt kommt uns wieder eine Mühle, der Reiter. Sitzt dabei, Sie sehen das auf beiden Seiten, in einem bestimmten Bewegungsablauf auf dem Rücksack auf dem Pferd. Und jetzt erfolgt noch eine Übung der Stützen auf den Fußspitzen. Also sowas wie ein Liegestütz, aber mit spitzen Füßen. Das erfordert natürlich ein Pferd, das in der Gegend von mir im Sitz rappelig ist und so etwas erfüllt. Und Sie sehen auch der Abgang gelingt bei mir ganz prima. Ich lasse die Kinder und Jugendlichen mit Helm kommen, dort wo es angebracht erscheint, größere.